Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gestern ein Paket von meinem Vater bekommen und meiner restlichen Familie. Die wohnen seit Mitte Februar in Tokio, Japan. Und weil ich jetzt letzte Woche Geburtstag hatte, oder vorletzte Woche, haben sie mir ein Paket geschickt mit ein paar Sachen zu meinem Geburtstag. Und unter anderem haben sie mir ein paar Schreibwarensachen gekauft und alles, was so ein bisschen mit Basteln und Papierkram zu tun hat. Und darum dachte ich, zeige ich euch das mal. Es sind ganz verschiedene Dinge. Ich fange einfach mal an. Und zwar einmal diese coolen Post-its. Die sind ziemlich klein. Kleiner als man denkt, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Lineal. Also es ist wirklich nur 1 Zentimeter breit. Und das ist, ich kann euch wirklich nicht sagen, von welcher Marke oder sonst was, weil ich die Schrift natürlich nicht lesen kann. Aber die sind total süß, das sind so Katzen. Und die kann man dann halt super, also es sind ganz normale Post-its. Und das halt in Katzenform und dann sind da noch so coole weiße Felder, dass man da was draufschreiben kann. Also einmal die. Dann Paper Tags, ganz normale. Einmal in so, ja, gelb und einmal in so lila-grau. Das ist fast schon so ein bisschen lila. 12 Stück. Ja, Marke und so kann ich euch wieder auch nicht sagen. Ihr könnt euch die ja auch schlecht nachkaufen. Vielleicht gibt es in irgendwelchen Online-Shops die Sachen. Also diese hier bestimmt. Aber ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, weil ich damit dann ja auch in näherer Zukunft mit basteln werde und Sachen machen werde. Und dann wisst ihr schon mal, woher ich das habe. Und einfach, vielleicht interessiert euch das mal, was es da so zu kaufen gibt. Dann Labelsticker. Das sind 132 Stück. Ich glaube, das sind ein paar mehr Bögen. Kann ich mal aufmachen. Das sind, ja, das sind 4 Bögen. Alles die gleichen, finde ich ganz cool. Vor allem die kleinen kann man auch super benutzen, um Stifte zu beschriften mit seinem Namen. Und andere Sachen halt. Auch total cool. Dann habe ich noch andere Sticker und zwar so kleine Punkte. Die gibt es ja hier in Deutschland auch ganz normal mit so einfarbigen Punkten. Und da kann man halt auch super die für einen Kalender benutzen und irgendwie sagen, ja, blau ist, was weiß ich, Schule, hellblau ist Sport, gelb ist Einkaufen und dann markiert man sich einfach Termine und sowas damit. Auch total cool. Preise kann ich euch natürlich auch nicht sagen, aber ich denke mal, das wird alles nicht allzu teuer gewesen sein. Da sind einmal Punkte drin. Und auch Karo-Muster, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Jeweils 4 Bögen. Und da sieht das Karo-Muster so aus. Das sind dann auch nochmal leicht andere Farben. Auch total cool. Ich denke mal, ich werde die dann auch für den Planer benutzen. Dann noch die in Groß. Die werde ich jetzt nicht auspacken. Es sind wieder jeweils 4 Bögen und hinten halt die mit Karo-Muster. Halt nur in größer. Die haben 20 mm, die anderen hatten nur 8. Dann 3 Papierblöcke. Das ist Design Paper, 48 Sheets. Die sind relativ dünn. Also es ist fast schon so eine Art, ja, wie nennt man das? Also so ganz, ganz dünnes Papier ist das auf jeden Fall. Einmal Schnurrbärte, dann Buchstaben, Brillen und Sterne. Alle sehr cool. Dann in Kraftpapier. 36 Stück. Das sind 3 verschiedene Motive. Kleine Sterne, mittlere Sterne und so Sterne, die ein bisschen durcheinander sind. Und dann noch ganz schlichte Schwarz-Weiß-Streifen, Kreuze, Zickzack und Punkte. Das ist, ich glaube, das ist dann die Marke bestimmt. Die gibt es im Internet wahrscheinlich auch. Könnt ihr mal gucken, falls euch das interessiert. Dann Notizbücher, richtig coole. Einmal kleine, 3 Stück. Einmal gestreift. In Zickzack und mit Punkten. Die haben innen drin Linien und sind auch eher dünn. Und ja, Preis, wie gesagt, weiß ich wieder nicht. Und das ist die gleiche Marke wie das hier. Montone oder wie man das ausspricht, ich weiß es nicht. Wenn es überhaupt eine Marke ist, ich denke mal. Und das Label hat so ein bisschen Gold, die 3. Und dann noch in Groß die 3. Auch mit den gleichen Mustern und genau gleich aufgebaut. Auch das gleiche Papier von innen.
auch sehr cool. Und dann haben sie mir noch Tüten geschickt, und zwar so ja, Kraftpapier-Tüten. Ich denke mal, die kann man richtig gut benutzen, um die weiter zu verschenken, also um kleine Geschenkpackungen, also für kleine Geschenkpackungen. Oder halt, ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viele Verwendungszwecke für. Einmal hier die drei Stück, da steht auch die Maße. Und dann, also dann noch etwas größere. Passt gar nicht mit aufs Bild. Das sind ja auch wieder drei Stück in so gestreift. Und dann noch ganz, ganz große in schwarz mit Kraftpapierpunkten. Und das sind zwei Stück. Ja. So, und zu guter Letzt haben sie mir noch ganz, ganz viele Süßigkeiten mit reingeschickt. Die kann ich gleich mal die Süßigkeiten zeigen, dass ihr mal seht, wie cool die Verpackungen aussehen. Und da war auch eins drin, das war das hier. Und ich war mir ehrlich gesagt wirklich nicht sicher, ob das, ob da nur Sticker oder sowas drin sind oder ob das was zu essen war. Man konnte es nicht richtig erfüllen. Darum habe ich es einfach mal aufgemacht und da war tatsächlich ein kleines Kaugummi drin. Aber auch noch zwei süße andere Sachen, das sieht man hier auch schon. Irgendwie einmal so ein Teil, was man aufstellen kann. Und eben noch Sticker, also einmal sowas hier. Kann man dann irgendwie knicken und als Brief benutzen. Und noch ein paar Sticker von Sumiko Gurashi. Und das ist ja das Coole, dass diese ganzen Kawaii-Sachen, also Sumiko Gurashi und was es da nicht sonst noch alles gibt, mir fällt gerade gar nichts mehr ein. Da gibt es jedenfalls noch tausend andere. Sind alle aus Japan quasi, also in Tokio. Ja, wie nennt man das denn? Stammen halt alle aus Tokio, genau da, wo halt mein Vater jetzt wohnt. Und ich denke mal, dass ich dann demnächst, oder halt wenn ich irgendwie ihn mal da besuchen werde, ein paar Sachen davon shoppen werde, weil die da ja auch einfach extrem billig sind. So ein paar Memo-Blöcke und allgemein halt Sachen mit diesen ganzen Kawaii-Tieren und Figuren und so. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Das ist nur ein kurzes Video und ich weiß halt auch nicht hundertprozentig, ob euch das interessiert, aber ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz interessant, so ein paar Sachen zu sehen aus direkt aus Tokio. Und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die Süßigkeiten. Da werde ich jetzt kein extra Video noch zu hochladen, wie die schmecken oder so, weil das ja nicht so richtig in das Konzept meines Kanals passt, wenn ich überhaupt ein Konzept habe. Aber es dreht sich ja nicht um Süßigkeiten oder Snacktests, sondern mehr um alles rund ums Basteln, wenn man das so bezeichnen kann. So, hier nochmal kurz ein Blick ins Paket. Ziemlich bunt und ganz cool eigentlich, wie das aussieht, finde ich. Ich kann euch ja kurz was dazu sagen. Also das sind alles so fast die gleichen Sachen. Da habe ich schon einen probiert. Das war wie so eine große Stange von diesen Flips, glaube ich, heißt das bei uns, mit Paprikageschmack. Und ich glaube, die anderen haben noch andere Geschmacksrichtungen. Hier ist sowas wie Mao Am. Das war eigentlich auch ganz lecker. Das waren so ganz normale Lutscher. Hier sind so Schokosachen mit Keks. Das sind Marshmallows. Das sind ganz normale Kartoffelchips. Hier ist so ein Eis. Also ich habe halt das meiste auch noch nicht von probiert. Ja, wie gesagt, da wird es kein Video zu geben, aber ich wollte es euch einfach noch kurz zeigen. Vielleicht interessiert es euch ja. So, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Tschüss!